Hat sich hier irgendwo was geändert? Nein, wir haben nach wie vor immer noch 5 Matches. Kommen wir jetzt zum Tag Team Match. Bliss Kiyo und Sin Candy Order gegen das Tag Team von Dingenskirchen. Von Vince McMahon. Brock Nitro. Der schon in SmackDown richtig Furore gemacht hat. Und sein Partner. The Game Triple H. Wenn das hier mal laden würde, laden würde, laden würde, lalalala. Aber gucken, vielleicht wird David Riot sich ja auch blicken lassen. Der mag Brock Nitro ja nicht so sonderlich. Ja gut, nach 2 Niederlagen in Folge gegen diesen Menschen ist es verständlich. Und die Order hatte ja auch schon ein hartes Tag Team Match bei SmackDown gegen Team Rey Cara, die sich überraschend gut geschlagen haben. So, wer startet? Ein blauer Bliss Kiyo. Hat er wahrscheinlich extra gemacht, weil Brock Nitro rot trägt. Sagt er, ich ziehe da meine blauen Sachen an. Also bei SmackDown hat er rot getragen, bei Raw trägt er jetzt blau. Mal gucken, wie er sich jetzt gegen Brock Nitro verkauft. Bisher sehr, sehr gut hier mit 2 Spears schon. Brock Nitro wird hier regelrecht ein bisschen überfahren. Kann aber jetzt sich die Oberhand ein klein wenig sichern, oder besser zurückholen. Bekommt aber einen Backdrop ab. Und da geht's in die Ringecke. Triple H, der wechselt sich einfach mal selber ein. Der will auch reingehen, aber Bliss Kiyo lässt ihn einfach nicht. Brock Nitro, der kommt da irgendwie auch nicht wirklich in seine Ecke zurück. Doch jetzt kommt er zurück. Triple H hier mit dem Konter gegen Bliss Kiyo. Mal gucken, wie The Game hier in Form ist. Gegen Bliss Kiyo. Die immer noch auf einer Welle des Erfolges schwimmen. Gut, Bliss Kiyo hatte ja auch schon ein Champion-Titel-Match gegen Youngblood. Das hat er ja verloren. Das war ja beim King of the Ring. Und noch ein Spear. Nur diesmal halt gegen Triple H. Da dreht er nochmal den Arm und Leg Drop in selbigen. Ja gut, die Order muss jetzt einfach nur umschalten von schnelles Team Rey Cara auf kraftvolles Team, dem das sie jetzt antreten. Weil eine Schnelligkeit von einem Rey Mysterio kann man in diesem Match nicht von Brock Nitro oder auch Triple H erwarten. Dafür aber pure Gewalt. Naja, Gewalt ist das falsche Wort. Pure Kraft, sage ich mal. Und natürlich auch Erfahrungswert. Also Triple H, der erfahrenste hier im Ring, neben dem Ringrichter. Und dann die Order und dann Brock Nitro, der ja wirklich eine steile Karriere hinlegt. Fehlt nur noch wirklich, dass er sich den Titel holt. Aber ich fange jetzt nicht schon wieder darüber an zu lamentieren. Das hatten wir ja in den letzten Parts mehr als genügend. Aber wie wird sich Brock Nitro gegen einen Sean Kennen und Bliss Kiyo zur Wehr setzen? Bisher hat das ja nur mit einem kräftigen Gegner zu tun gehabt. Ja gut, gegen Big Show zum Bleistift. Im King of the Ring Finale. Die anderen habe ich schon wieder vergessen. Aber sonst war da eigentlich nur noch David Rühr. So ein wirklich schneller Techniker war da, glaube ich, nicht bei. Doch, der gute Daryl war ja auch dabei. Naja gut, da hatte ja Brock Nitro den Vorteil, man kannte ihn nicht, das war sein allererstes Match. Und jetzt Wechsel mit Triple H. Und Brock Nitro und Trips sind ja auch ein recht neues Tag-Team. Müssen erst noch lernen, zusammenzuarbeiten, was die Order ja schon praktisch gesehen verinnerlicht hat. Aber gut, Triple H natürlich zu Zeiten der D-Generation X und Evolution. Natürlich auch nicht gerade Team unerfahren. Mit der Authority hat er ja nicht so wirklich Tag Team Matches selber bestritten. Da war er ja nur im Anzug und hat die Leute da. Bla bla. Schöne Kopfschere hier von Sean Ken. Ja, was macht Triple H? Er wechselt wieder. Also mit dem Wechseln, das machen die beiden ganz gut.
wechseln schön oft hin und her. Jeder zeigt ein paar Aktionen, um den Gegner zu schwächen. Der Gegner wird im Ring gehalten und man selber wechselt und wechselt und wechselt. Und ab und zu fängt man sich auch einen Konter an. Und eine Armchain. Ja, Bliss Q, der jubelt. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Also Brock Nitro sieht gerade ernsthaft ein bisschen erbärmlich aus. Also er kassiert und kassiert, aber gut, jetzt teilt er aus. Es geht in die eigene Ringecke. Soll er vielleicht jetzt eine Tag-Team-Aktion folgen? Nein, Sin Ken kann kontern. Ah, der Double Axel ging daneben, dafür sitzt diese Kopfschere. Und rückwärts Salty, Somersault. Ja, und da arbeiten die beiden zusammen. Das haben sie auch schon ganz gut verinnerlicht. Ja, Brock Nitro geht jetzt wechseln wieder mit Triple H. Schön schnell hin und her. Aber Sinken kann selber wechseln. Ja, er kann wechseln. Mit Bliss Kyo. Und ein schöner DDT von Triple H. Also irgendwie haben alle Leute hier wenig Haare auf Kopf. Gut, bei Sin Ken und Bliss Kyo kann man es nicht sagen, die tragen Masken. Aber Triple H mit seinem 3mm Stoppelkopf und Spear. Ja, und halt Brock Nitro, der hat ja gar keine Haare auf dem Kopf. Dafür welche im Gesicht, nur ein kleines Bärtchen. Ja, mal gucken, ob vielleicht sich wieder jemand von S.H.I.E.L.D. einmischt. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Schöne Aktion hier von Sin Ken. Und Brock Nitro wurde da... Und, ja, kaum habe ich davon gesprochen, kommt Seth Rollins zum Ring. Und an den Ring. Und Trips, der soll nicht so viel Party machen. Der sollte lieber sich auf das Match konzentrieren. Eigentlich müsste er das wissen. Er ist nicht unerfahren. Aber wie auch schon im Match mit Rey Kara, Seth Rollins... Und Heini. Nicht Heini, sondern Hai Knie. Der Heini, der ist da bei Bliss Kyo zugange, nämlich Seth Rollins. Oh, und da wird Brock Nitro erstmal schön nach draußen befördert. Ja, und Brock Nitro geht einfach wieder rein, so ganz gemütlich. Wird nicht nach rausgefordert, kann kontern. Mal gucken, wie lange sich der Ref das jetzt hier noch anguckt. Weil Bliss Kyo, der greift da irgendwie durch Seth Rollins durch und er kommt nicht richtig ran. Oder es ist ein Bug. Bugs passieren hier ja häufiger in diesem Spiel. Weil 2K ja auch so endbenutzerfreundlich ist, das sage ich jetzt vorsichtig. Das ist kein, nicht beleidigend, das ist nur eine Feststellung, dass 2K sich nicht wirklich um Bugs und sowas kümmert. Und da gibt's das Torture Rack. Das sollte vielleicht Bliss Kyo jetzt mal was tätigen. Ja, er tut auch was. Also Sin Ken hat ganz schön lange im Torture Rack ausgehalten. Das muss man jetzt aber mal sagen. Konter jetzt von Brock Nitro. Ah, mit dieser Running Clothesline. Und er probiert das einfach mal mit dem Cover. Nein, da kann Bliss Kyo retten. Das kennen wir ja aus dem Match gegen Rey Kara. Finisher von Brock Nitro. Aber vielleicht hätten die beiden jetzt mal nicht rausgehen sollen. Dann wäre es vielleicht gewesen. Oh, Aufgabegriff jetzt von Sin Ken. Nein, Bliss Kyo kann erneut retten. Und da... Ja, das haben wir auch schon gegen Rey Mysterio gesehen. Diese Aktion... Und Bliss Kyo, der hat die Schnauze voll hier. Der legt sich jetzt erstmal eine Runde mit Seth Rollins an. Sagt auch, was willst du hier? Verzieh dich. Du hast hier nichts im Match zu suchen. Oh, da gibt es den Finisher gegen Triple H. Und wenn jetzt Brock Nitro nicht aufpasst, dann... Oh, das könnte es jetzt gewesen sein. Ja gut, Seth... Ich weiß nicht, wo ist Seth Rollins? Nein, Triple H kommt bei 1 wieder raus.
Keine Panik hier. Als ob ihr da draußen Panik habt. Ihr seid doch ohnehin auf der Seite von der Order, nehme ich mal an. Zumindest denke ich mir das. Aber wieder One Count. Oh, Seth Rollins ist doch noch da. Dachte, der wäre schon nach Hause gegangen. Oh, die Aktion kennen wir normalerweise nur von Triple H. Also in diesem Match geht richtig die Post ab. Hot Tag haben wir jetzt auch. Mal gucken. Kommt. Nein, der kommt auch nicht durch. Sin Ken wechselt erstmal mit Bliss Key und Seth Rollins ist jetzt gegangen. Oder wurde vom Ref hin fortgeschickt. Das kann man so und so sehen. So, jetzt haben wir erstmal die Kraftpakete hier im Ring. Bliss Key allerdings mit einem Shoulderblock gegen das linke Knie. Ja, Trips hat sich schon auf den Weg gemacht, also er hätte es auch unterbrochen, so ist es ja nicht. Und da gibt es den Finisher von Brock Nacho gegen... Nee, das war nicht gegen der eigene Finisher. Das war irgendwas anderes. Ich glaube, das war von Bliss Keogh das Ding. Ja, da wäre Trips aber noch pünktlich gekommen, so ist es nicht. Ja, Running Clothesline. Noch ein paar Schläge auf den maskierten Körper. Obwohl, der Körper ist ja nicht maskiert. Trouble in Paradise! Und Brock Nitro fällt wie ein nasser Sack zu Boden. Und ich glaube, er wird und tut es auch. Ja, Cover. Ja, da kam aber Brock Nitro noch vorher raus, bevor Trips da war. Aber gut, dass er retten wollte. Oh, ein Roller! Nein, da kommt aber eins wieder raus. Na, Ellbogen an Kopf. Na, Bliss Keogh hat das Ganze aber ganz sehr, sehr gut unter Kontrolle. Na, abgewandelte Form von Sin Kens Finisher. Praktisch gesehen derselbe. Erneut das Cover. Und das war's. Brock Nitro wird zum ersten Mal gecovert. Durch Bliss Keogh. Einer von einem Brand, wo er selber gar nicht drin ist. Und die Order bleibt weiterhin erfolgreich, trotz Eingreifen von Seth Rollins. Also erneut durch Seth Rollins. Ja, die beiden jubeln zurecht. Ja, die legen hier jetzt eine Dominanz an den Tag. Und wir kommen zum nächsten Match mit dem verzweifelten Gesicht von Brock Nitro.